be that young rapping dude. Might just trap with you. Coming with the thunder, baby. Might just clap your crew. I roll out. Guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Omsi hier von der Map Sittingen. Ich weiß jetzt nicht, welche Version genau, aber wir sind auf Sittingen. Deswegen haben wir ja auch schon in unserem Bus die Schilderung SVBE. Und ja, wir fahren jetzt auf der Map Sittingen, weil ich habe mir so gedacht, ja, Sittingen bin ich ja früher eigentlich ganz oft gefahren. Wieso jetzt eigentlich nicht mehr und warum habe ich die eigentlich noch nie in einem Let's Play gezeigt? Gut, ich habe die letzte Aufnahme so versemmelt, also können wir ja einmal Sittingen fahren, ne? Und ja, perfekt zum O405, den ich im letzten Let's Play gezeigt habe, passt natürlich der O407, die Überland-Variante. Und mit dabei haben wir den Sven. Hi Sven. Hallo erstmal, ja, ich bin auch wieder dabei für euch. Ja, hallo erstmal. Ja, man muss doch immer nett begrüßen. Das ist wahr. Und wir haben hier ein wunderschönes VGB-Repaint dabei, ganz legal und zufällig entschieden. Da hat mir der Sven bei geholfen. Zufallsprinzip. Ja, der eine fängt an und der andere sagt Stopp, wie man das so macht. Ja, O407 habe ich doch schon mal vorgestellt, von Perutinus gebaut. Wunderschöner Bus, ich fahre den jetzt mit der Vollmatrix, also nicht irgendwie mit Rollband oder sowas. Mit Schaltgetriebe habe ich mir ausgesucht, oder naja, eher hat das Sven ausgesucht. Und ja, wir fahren die Linie 661, wenn mich nicht alles täuscht. Sven, du bist immer noch fleißig am Zusi zocken. Ja. Wundervoll. Also, ja, Zusi, sagt es wahrscheinlich schon, der Name ist eine Loks, eine Zugsimulation. Gut, ich glaube, ich sollte mal die Handbremse dann lösen, wenn ich hier losfahren will, ne? Ich will erstmal einen Dienst aus. 8 Uhr, 7.30 Uhr. 7.30 Uhr passt mir eigentlich ganz gut in Kram. Wie spät haben wir es jetzt in echt? 19.04 Uhr. Gut, 7.27 Uhr, ne? Was? Ich hab's leider immer noch nicht gehört und ich unterbreche dich, glaube ich, die ganze Zeit. Wohin? Stilles Örtchen. Gut, dann bis gleich. So, dann fahren wir schon mal ganz langsam vor zur Anfangshaltestelle. Aufschalten, das lohnt sich nicht. hier so ganz langsam reinfahren in die Bushaltestelle. Ja, sehr schön, ne? So. Einmal einsteigen. Ich habe Fahrscheinverkauf übrigens eingestellt. Hallo. Also, guten Morgen, gerne eine normale Fahrkarte. Ja, yep, da haben wir es schon. Ugh, jetzt muss ich hier noch die perfekte. Nee, das war falsch. So. Ich warte noch auf den Fahrschein. Ja, wenn ich es hinkriege, hier mal die Kamera richtig einzustellen, dann ist das auch kein Problem. So. Ich glaube, sie haben mir zu viel gegeben. Ja, ach so, das ist. Ach ja, okay. Ich sehe schon. Danke. Guten Tag. Okay. Müssen Sie jetzt schon mal den Glühbirnen sparen? Hallo. Was? Hallo. Ach so, hallo. Ja, es ist früh am Morgen, da muss man. Ein bisschen Licht gerne eine Kutsche. Ja, ein bisschen Licht so erstmal. Warten Sie kurz. Haben wir jetzt Licht drin? Ja, jetzt haben wir Licht an. Eine Kurzstrecke, haben sie gesagt, ja. Kurz. Hallo, ich hätte gerne einen Fahrschein. Warten Sie mal kurz. Kurz steht hier. 1,40. Macht 10 Cent zurück. Danke. Da haben sie es. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Hallo. Gut, das war's dann. Ne? So, 37 ist Abfahrt, 729 haben wir's. Also, ich denke, wir können es auf den Weg machen. Blech. Erstmal alles richtig hinstellen hier. So. Türen schließen.
Haltestellenbremse ist raus, dann können wir... Oh, sehe ich jetzt richtig und die will noch einsteigen? Yep. Ja, lass mal die noch einsteigen. Hallo. So. Na gut, dann halt jetzt, ne? Habe ich überhaupt einen Gang drin? Ah. Das sieht besser aus. Okay, jetzt fahren wir im zweiten Gang hier weg. Stopp. Nicht nach ZOB, sehr gut. Da müssen wir hier rum. So, wieder da. Sehr schön. Ich fahr gerade schon los. Nächste Haltestelle. So. Straße. So, ich bin hier jetzt ganz vorsichtig mit der Ausfahrt im zweiten Gang natürlich, ne? Wie es sich gehört. Ach, schaltest du selber? Na klar. Hast du doch vorhin gesagt, ich soll Schaltwagen nehmen. Lenkrad? Richtig. Immer doch dabei. Nee, was für eins. Nicht das Lenkrad. Ach so. Na, Logitech Driving Force GT. So, Entschuldigung, wenn er das Netz bei mir mit hat. Weil ich baue gerade einmal kurz hier um. Ist ja nicht so schlimm. Aber Driving Force GT ist doch eigentlich auch der typische Klassiker, oder? G27 ist Klassiker. Na gut, ja, das ist ja noch schöner, ja, da hast recht. Boah, Alex kann man für Susi verwenden, für Train, Sim, ATS, ETS. Naja, dazu musst du das erstmal da irgendwie reinkriegen, ne? Das muss man erstmal schaffen. Shit, im dritten Gang anfahren ist ein bisschen schlecht. Viel kann wieder neben mich liegen. Dann geht's ab die Post. Auch mein Omsi rein. Oha, da vorne habe ich gerade grün. Ich glaube nicht, dass ich da noch mal schaffe. Nächste Haltestelle: Bertholdstraße. So, mal schauen, was ich gleich fahren werde. Das ganze Wochenende nicht gezockt. Ich habe auch nicht gezockt. Ich war die ganze Zeit unterwegs in Berlin. Also war keine Zeit für Zocken und außerdem hatte ich auch kein PC zum Zocken. Also von daher. Nee, der hatte nichts damit zu tun. Nee, der ist gleich auf. Der ist damit gekommen. Achso. Nee, jetzt aber nicht reinrufen. Jetzt ist zu spät. Nee. Der war kurz da, das meinte ich damit. Ach, der ist schon wieder gegangen, oder wie? Ja. Ach, du meinst, er war zwischendurch mal da, gestern oder vorgestern? Heute, gerade. Ach so, ne? Nächste Haltestelle. Gut, ich bin gerade ein bisschen... Bernstraße. Ist einfach im Begriff. Ja, DVD. Depp vom Dienst. Gut gesagt. Ne. Beste Busfahrerin. So, Mann, sie. Mann hupt. Die hupt auch. Rote Ampel, ne? Macht die Tür auf, steigt aus, geht vor, knallt dem eine. Ja, läuft, ne? Naturbahn getragen halt, ne? Morgen. Ja. Hallo. Ja. Immer normal. Aber die Busfahrerin ist so geil gewesen. Was? Wird der Autofahrer sich danach gewundert haben? Gut, ich glaube, ich kann nicht zählen. Warte mal, der hat 5 Euro gegeben, das heißt, es gibt 2 Euro und 20 Cent zurück. Wie viel habe ich jetzt gegeben? Ich krieg auch noch was. Danke. Ach ja, einfach. Nehmen Sie einfach. So, das Ding ist auf Schaltung gelegt. Ich glaube, ich fahre heute mal wieder in O530E. Okay. Ja, der Standardbus. Also, für mich ist er Standardbus, weil ich finde, ist einer der, also, ist so gesehen der schönste Bus, den es bei uns überhaupt gibt. Ist auch so.
Nur mal schauen, wie weit das iPhone geladen ist. 79. So. Mit Morphys Sound Update kommt irgendwie keiner an den Citaro ran. Mhm. Also man kann es wirklich nicht anders sagen, ne? Fahren oder wie meinst du jetzt? Nee, ich meine überhaupt vom Bus her. Also kein anderer Bus, den es je für Omsi gab, kommt an den O530 von Altair ran, wenn man das Morphys Sound Update installiert hat. Muss ich dir recht geben. Naja, ist doch auch klar, wenn ich das sage, ne? Klar, was vielleicht so ein Scheiß daher, aber dass wir jetzt mal so im Raum stehen. Nächste Haltestelle. So ein Kuhstraße. Klaut sich auch so einfach mal festhalten jetzt, ne? Aber besten Satz, was ich letztens auf Facebook bekommen habe. Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse halten. So muss naja, das. Ich hatte das mal als Sprachnachricht irgendwie so. Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten. Mal eben deswegen. So, Logitech-Profile einmal öffnen. So, ich warte noch meine Abfahrtzeit ab. Die ist um 7.36 Uhr und ich habe 7.35 Uhr. Gut, aber mich wundert es auch irgendwie. Na gut, früher morgen, ja. Welchen Tag haben wir? Warte mal, ich guck mal kurz. MB. Donnerstag um 7.35 Uhr müssten sich doch eigentlich alle möglichen Leute auf die Arbeit machen. Warum steht hier dann keiner? Ne, das, was jetzt hier gleich im Chat steht, nicht beachten. Weil auf das Ding, auf diese Prozente muss ich es nachher wieder umstellen. Ich mache gerade das Lenkrad ein bisschen härter zum Lenken. Ich hab's extra auf ganz locker gemacht, damit das nicht solche lauten Geräusche von sich gibt. Wobei, das hat auch nicht viel gebracht, muss ich dazu sagen. Ja, gut. Ja, gut, ne? Zweitürer. So, oh, er lädt. Guten Morgen. Hier will doch garantiert einer einen Fahrschein haben, ne? Gut, ne, dann nicht. Boah, bestes T-Shirt, was ich mir letztes am Wochenende geholt habe, ne? Kapiervorgang abgebrochen. Ja, das ist wirklich nicht schlecht. Alheim Lau, Lauritzbach. Ohne Schein. Du fährst Arnhem-Laurensbach? Ja. Welche Linie muss ich jetzt doch schauen? Ich fahre jetzt erstmal, rück jetzt erstmal aus Richtung Airbus. Die erste Linie wird wahrscheinlich auch Airbus nächste dann sein. Nächste Haltestelle, Krayen. Was ich ein bisschen schade finde, durch Arnhem-Laurensbach wird irgendwie die Map Arnhem 3.1 total außer Acht gelassen. Shift Z. Einmal Uhrzeit, 15 Uhr, wird einmal umgestellt aufs 8 Uhr. Ich krieg die Tür nicht auf. Wie heißt es so schön? Big Fat to Run. Big to Fat Away. Okay. Warte mal kurz, ich muss mal kurz eine Tageskarte verkaufen. Dankeschön. So, 20 Cent zurück. Ja, das Kind will keinen Fahrschein haben. Satz, was ich im Bus auch gehört habe, ne? Ich muss zum Bahnhof, also eine Tageskarte, bitte. Ja, Bahnhof 5 Stationen weiter. Ich brauche eine Tageskarte. Naja, ist doch absolut logisch. Ich meine, wer macht das nicht? Ja. Ich schalte extra in den zweiten Gang auf, um dann hier an der roten Ampel stehen bleiben zu dürfen, oder was? Erstmal hier. Linie, keine. Und gibt's Fahrt, wo steht's denn?
Kreienbruch soll ich um 7:38 Uhr verlassen. An den Kleingärten soll ich um 7:40 Uhr abfahren. Okay. Okay, okay, okay. Kacke, ich hätte auch einen Gelenkbus nehmen können. Rein theoretisch. Weil da fahren Gelenkbusse. Ja, ich habe grün. Nächste Haltestelle. So, jetzt gebe ich hier mal ein bisschen mehr Gas. Ich soll schon in einer Minute an der Haltestelle sein und dies noch nicht zu sehen. Boah, fällt der Scheiße. Ja, sorry, ich hab halt harte Bremsen, ne? Da kann man schon mal ein bisschen mehr draufhauen. Ey, yo, da will einer links abbiegen und der Rechtsabbieger rast erstmal voll durch den Linksabbieger durch, ne? Ist absolut logisch. Warte mal, ich wechsle jetzt so 4-7 mit Alem Lawrence, mach Repain, dann geht's ab. Dann wird's hier richtig hardcore, ne? Schalten. Mit Kupplung treten, ne? Ja, wenn man was macht, dann soll man's richtig machen. Sieht genauso. Gut, ich hab schon mal Verspätung. Wie viel denn? Vielleicht eine Minute oder anderthalb. Kommt drauf an, wie schnell ich jetzt an der nächsten Haltestelle bin. Eine Minute Verspätung. Du gehörst geschlagen, weißt du nicht? Ja, ich weiß, weil es eigentlich noch gar nicht als Verspätung zählt. Sie reagiert nicht mehr. So muss das. Diese Nachricht hasse ich sowas von. CSA fatal ergo. Sie will be closed. Ja. Das ist das Schlimmste. Hey, hier ist 30 Schild und die rasen hier trotzdem erstmal mit, was weiß ich, wie viel Kamera davon. Ja. Mit 50 oder so. So, gut, ich bin jetzt an den Kleingärten und hab. Sollte 7:40 Uhr losfahren und jetzt 7:41 Uhr. Gut, also nicht ganz so schlimm. Wenn man nicht im Omsi-Auto fahren kann, man wirklich nur sagen, wenn die Dummheit bremsen würde, sie würden den ganzen Tag stehen bleiben. Naja, also Omsi-KI, ja, kluge Autos, ne, sind da für. Hoffen gibt's aber nicht. Ich müsste jetzt erstmal den richtigen Gang finden. Ich darf 60 fahren. Betriebshof Aal, Lawrenzbach. Los. Ja, aber die Map Sittingen, die ist, also zumindest an dem Fleck, an dem ich gerade fahre, richtig schön. Nächste Haltestelle, Altenberg. Oh, jetzt mal so ein bisschen abgelegene Haltestelle hier. Was ist eigentlich die Linie E? Die Linie E, die durfte ich hier noch irgendwie noch nie fahren. Die habe ich hier noch nie gesehen. Hallo. Guten Tag. Linie E gibt's ja auch auf meiner Map, ne? Oh. Hallo. Hallo. Kacke, jetzt darf ich bestimmt wieder. Ja. Ich wollte gerade sagen, ich darf bestimmt wieder einen Fahrschein verkaufen. 3 Euro zurück, ne? 3 Euro. 50 und danke. 20. So. Ha. Ich bin gut. Mathe. Du Mathe, Genie. Ne, ne. Ich sein. Naja. Kacke. Mitten in der Aufnahme einfach mal so von so einem scheiß Programm so ein Update da gekommen. Ja, gut, ne? So. Ey. Na?
ja. Oh. Jetzt sollte ich auf jeden Fall mal runtergehen. Muss ja erstmal gucken, kommt überhaupt was? Links ist frei. Rechts ist auch frei, also falsch. Du drückst aber die Kupplung selbst. Wenn du Kupplung selbst drehen musst, ist es ein bisschen witziger. Ja, ich weiß, ich habe das mal bei Justin ausprobiert. Ich habe dort den Gang rausgeworfen und der Motor ist erstmal abgewürgt. OV7 Vollmatrix. Naja, ich meine, Rollbahn fahre ich mit dem OV7 relativ selten. 86%. Morgen. Na, das läuft doch. So, die Frau tritt durch, das finde ich gut. So, weiter. Oha, 30 zu. Shit, ich hatte vergessen, die Station. Nächste Haltestelle: St. Martin, Kirche, Stadtmitte. Auch Kennzeichen muss eingegeben sein. Ein lächelndes Arschloch. Mach ich hier. Wie jetzt? Ich wollte gerade schon fragen, was machst du da? Doppelpunkt und ein großes D. Das ist ein Arschloch für mich. Okay, ja. Verständlich. So, halt nichts. Ich sag nur, Autobike ist das kleine Arschgesicht. Ey, das ist geil. Eins. So. Ich suche hier gerade meine Station, weil da stand gerade nur 663, aber ich bin ja 661. Ne? So, hier ganz vermutlich mit 30 Landtuckern. Ja, passt schon. So, dann gucken wir mal auf den Fahrplan. 7:45 haben wir es. Alter, ich habe 2 Minuten Verspätung. Wie geht denn das? Boah, bin ich ein unvorbildlicher Fahrer. Also, 2. Entschuldigung, Sie haben mir zu viel Rückgeld. Scheiße, ich wollte einen 50er geben. Danke. So, jetzt. Einsteigen bitte. So. Und Abfahrt einfach. Nächste Haltestelle, Willy Brandt Ring. So, jetzt muss ich hier mal ein bisschen Verspätung aufholen. Sonst ja, wird das überhaupt nichts mehr hier mit pünktlich sein. So, ach man, 30 Tore immer noch. Die wollen mich doch verarschen hier. Und man sagt dazu, wir müssen nicht verarschen. Ja, ist halt so. Die Brandstraße, ist das jetzt wirklich so? Links ab hier. Du fährst immer noch zu sie, wenn ich das richtig verstanden habe, ja? Nein. O47 fahre ich gerade genauso wie du. Habe ich dir Bock drauf gemacht, ja? Ja, auch O47 mit dir, deswegen. Einmal noch hier Betriebsfahrt reinhauen. Einziges Problem ist, sind nur noch die Nachladungen da ab und zu, aber ansonsten geht das eigentlich vollkommen. Hallo. Morgen. Guten Tag. Was bist du überhaupt auf Zusi gefahren? Paderborn, Kassel und davor Kassel, Göttingen. Kassel, Göttingen mit was für Zug? ICE2, also ICE1, sagen wir so. Ach so, ja. Man unterscheidet sich ja nur, dass der ICE2 nicht 2 Triebköpfe hat, sondern nur ein Steuerwagen statt einem Triebkopf.
Die sind aber aus dem ICE-1 entstanden, oder? Ja, klar. Der Triebkopf ist dasselbe. Nur ein bisschen hochgerüstet noch. Aber vom Prinzip her funktionieren sie alle gleich. ICE. Ich meine, dass die einfach einen ICE-1 zerlegt haben und dann einen ICE-2 draus gemacht haben. Nee, die Technik ist dieselbe drin im Triebkopf. Der Zug von innen ist die Innenausstattung komplett anders da und der Steuerwagen. Der hat auch nochmal ein bisschen mehr Technik drin. Also nochmal ein neuer Zug von Siemens gebaut worden, ja. Warum hab ich eigentlich noch eine zweite Tür auf? Einfach so umgerüsteter ICE-1. Also modifiziert. Ja gut, sagen wir es einfach so, ja. Triebköpfe sind ja trotzdem noch dieselben. Nur Steuerwagen ist dazu gekommen, weil die Innenausstattung hat sich geändert. Nächste Haltestelle, Stadtteich Sittingen. Und IC1 hat ja noch PZB80 drinne. Stimmt. C2 hat jetzt PZB90 drinne. Ah. Stadtteich Sittingen. Oh, jetzt hab ich aber... Okay, ich glaube, ich muss mich noch mal ein bisschen ins Schaltgetriebe eingewöhnen. Bau mal ein bisschen mehr ETS2. Da gibt's ja auch ein paar LKWs mit Schalt... Automatikgetriebe. Die sind alle, kannst du alle auf Automatik machen. Und du kannst halt so einstellen in der Einstellung, dass du selbst schaltest, deswegen. Ja... Nächste Haltestelle, ich meine, Universität Sittingen. Guten Tag. Guten Tag. Beschreibe deinen ersten Schultag nach den Sommerferien. Dann die Affen. Ja. Jeden Tag, wenn man in die Schule geht, ne? Ja, boah, was bei meinen Lehrern wirklich passt, was ich mir immer denke, oder auch wirklich so bin, Kritik zur Kenntnis genommen, Ignoriervorgang eingeleitet. Nächste Haltestelle, Grand Hotel Panorama. Also, so, dass der mir sagt, ist so egal wie ein Brot. Was ich auch gemein finde, hier Justin und so, die wohnen ja alle in Berlin, die haben schon seit Freitag frei, ne? Und ich darf erstmal noch bis nächste Woche Dienstag zur Schule gehen, ja? Ist auch schon seit Freitag frei. Ach, noch so einer! Yay! Julian und Daniel auch. Hey, na, Julian, der muss ja sowieso nicht zur Schule gehen. Nee, Julian muss zur Schule, der hat aber anders der Ferien. Daniel hat auch jetzt schon frei. Der wohnt ja auch in Bayern. Julian ist doch schon 22. Berufsschule, du Horst. Oh, ups. Ich vergesse die immer. Tut mir leid. Hallo. Weil hängt damit zusammen, dass ich halt noch aufs Gymnasium gehe, ne? Ermäßigt, Kind, so was. 2, 3, 5, 10. So. Ich will gar nicht wissen, wie viel Verspätung ich inzwischen habe. Kann ich eigentlich die ganze Zeit den Fuß auf der Bremse lassen und so. Oh, hier macht es Spaß mit dem Gelenkbus unterzudrücken. Alle im Lauren macht einfach mal in den Taxis. Hartmann-Schule. Ja, du musst mal Sittingen die 661 fahren.
jetzt muss ich Gas geben. Oh, geil. Oh, der besteht jetzt da. Jetzt, wenn man da nicht so um die Kurve kriegt. Die fahren aber schlecht. Ja, ja, ich gebe halt ein bisschen mehr Gas als andere Fahrer, weil ich ein bisschen verspätet bin, ne? Will man noch aufholen oder wollen sie nicht rechtzeitig zur Schule kommen, zur Arbeit, ja, überhaupt ohne Verspätung fahren, sagen wir es mal so. Puh! 7:09 Uhr. Ja, Verspätung wird immer größer, größer, größer. Nächste Haltestelle, E1. Mainz. Was mit Mainz? Nee. 14:20, das geht. Da ist hier E81. Das ist nicht Betriebshof, sondern Airbus. So. Übrigens, auf Sittingen gibt es insgesamt, ich glaube, 6 Linien. Zum einen die 56 von, wo sind wir losgefahren? ZOB Sittingen nach, irgendwie Saam oder so. Keine Ahnung, Zentrum Großstadt oder so heißt es. M steht für Großstadt dabei. Ist ja irgendwie logisch. M in Saam steht für Großstadt, ja. Shit, jetzt habe ich die Tür aufgemacht. So, dann die 56X, das ist, keine Ahnung, wo die, die fährt halt auch die 56 nur halt verkürzt und schneller, also die hält nicht überall an, ist ja klar, das erklärt sich eigentlich von selbst, dann die 661, die 662 und die 663 und die Linie E, keine Ahnung, wo die hinfährt, das darf ich mich nicht fragen. Nächste Haltestelle, Reimannsweg. So, dann steig mal ein, Leute, hier. Ich habe jetzt meine Endhaltestelle erreicht. Soll mal die Fahrgäste ins Portomobil steigen. Gucken wir mal 20 Minuten vor. So, an den letzten Stationen bin ich überall zu spät gewesen. Passiert ja auch mal. Puh. Wie lange nehmen wir jetzt schon auf? Oh, eine halbe Stunde knapp. Gut. Das war ein kürzeres Let's Play als sonst. Mal mit dem U407 und dem Sven, ja. Gut, ich würde sagen, das war's für diese Runde. Dann, bis zum nächsten Mal. Ich verabschiede mich hier mit Sven. Du hast auch noch ein liebes Abschiedswörtchen. Ja. Auf nimmer Wiedersehen. Ja. Nicht passt. Ja, ich sagte nett, ne? Ja. War es das jetzt schon? Na gut, also von mir, also bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.